Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute wollen wir mal was ganz Besonderes machen, denn ich habe bei der Lil Simsy gesehen, dass sie ein Szenario gespeedrunnt hat. Und ich dachte, vielleicht wäre das ja witzig, wenn ich das auch mal versuchen würde. Es war tatsächlich ein bisschen schwierig, was zu finden, was man wirklich speedrunnen kann, weil viele Sachen langfristig sind oder eher so auf Story ausgebaut sind. Letztendlich habe ich mich für das Weltraumforschung-Szenario entschieden und dafür habe ich hier Miranda Patch erstellt und ich dachte, ja, man muss 5 Wesen aus dem Weltraum mitbringen. Ich glaube, das passiert, indem man eben mit der Rakete ins Weltall fliegt. Und ich habe der Guten natürlich hier alles Mögliche gegeben, damit es halt ihr in irgendeiner Form hilft. Ich habe ihr das Genie-Merkmal gegeben, Geek-Merkmal und Überfliegerin-Merkmal. Außerdem habe ich gesagt, dass ihre Vorliebe Raumfahrttechnik ist, damit sie halt sehr schnell diese Fähigkeit aufbauen kann, damit sie halt schneller auch die Rakete selbst bauen kann. Und ich bin gespannt, ob das eine Sache ist, die man speedrunnen kann oder ob es trotzdem eine Sache ist, die länger dauert. Aber das finden wir dann heute halt einfach mal heraus. Ja, wir gehen in einen ganz frischen Safe rein. Das Gute ist, letztendlich müssen wir sie einfach nur dauerhaft in den Weltraum schicken. Also es ist nichts mit Job oder so, dahingehend ist es auf jeden Fall positiv. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, wie wahrscheinlich es ist, dass sie was aus dem Weltraum mitbringt, was das Ganze ein bisschen schwierig machen könnte. Ich würde sagen, wir gehen erstmal ins Spiel rein. Ich werde die Stoppuhr aber erst starten, sobald wir im Spiel dann eben auf Play drücken. Ich denke, Frühling ist ganz angenehm. Ich habe keine Ahnung, ich glaube, es macht gar nicht so viel Unterschied bei uns. Ich habe mir noch gar keine Gedanken gemacht, in welche Stadt wir gehen. Aber Oasis Springs ist vielleicht gut, weil da ist ja meistens gutes Wetter und dann kann sie auf jeden Fall draußen an der Rakete arbeiten. Dann gehen wir auf dieses Grundstück, weil da ist auf jeden Fall noch Platz für eine Rakete. Ich hoffe, wir haben dann noch genug Geld für die Rakete auch. Ich habe keinen Plan, wie viel die Rakete kostet. Ich habe mich jetzt nicht weiter informiert. Das ist vielleicht ein bisschen dumm gewesen von mir. Aber wir schauen einfach mal. Also, wir sind jetzt hier. Die Belohnung ist übrigens Zufriedenheitspunkte. So, und das Einzige ist, wir bringen 5 einzigartige lebendige außerirdische Wesen von einer Weltraumreise mit. Wenn ich jetzt hier drauf drücke, beziehungsweise wenn ich glaube, ich muss X drücken, oder? Weil wir müssen ja nicht mehr über Szenarien erfahren. Also, sobald ich hier dann auf Schließen drücke, starte ich die Stoppuhr. Man sieht es, glaube ich, nicht so gut, aber ich drücke da jetzt gleich drauf, wenn ich schließen drücke. Ah! So, okay, wir sind soweit. Wir gucken mal. Also wenn wir uns das nicht leisten können, müssen wir uns halt ein paar Büsche hier entfernen lassen. Rakete. So, die kostet 5000. Okay. Wer braucht schon Büsche? Ich nicht. Ich krieg diesen Busch nicht zu greifen. Hilfe. Die Kommode brauche ich nicht. Wer braucht schon einen Fernseher? Also jetzt kann ich mir die Rakete leisten. Die passt auf jeden Fall hier hinten hin. Das ist toll. Sie hat die Raumfahrttechnik schon erworben, hä? Kein Problem, Girl. Oh, sie ist schon Level 3, hä? Oh mein Gott, sie kann sich das nicht leisten. Gut, haben wir noch irgendwas, was wir kaufen können? Also ein Waschbecken reicht auf jeden Fall. Zack, zack. Irgendwie ist das ein bisschen kritisch hier. Können wir ein paar Wände einreißen? Die Couch kann weg. Das kann weg. So, jetzt habe ich genug. Wer braucht schon Wände, Leute? Wer braucht das schon? So, jetzt, ich bin soweit. Weil wir wollen hier auf jeden Fall, wollen wir ja hier keinen Job oder so. Das brauchen wir ja nicht, ne? Wir dürfen halt dann nur hoffen, dass sie dann nicht irgendwie abstürzt oder so. Das wäre auch ein bisschen fatal. Ich hoffe halt wirklich, dass das einigermaßen funktioniert mit uns, ne? Weil sonst ist das ein bisschen kritisch. Aber das Gute ist, dass ihr Spaßbedürfnis dann eigentlich nie sinkt, weil sie ja Spaß daran hat. Ich will kein Begrüßungskomitee. Tschüss. Sie ist jetzt schon Level 4. Das ist richtig gut. Weil damit kann sie dann auch schneller Raketen bauen. Das ist richtig, richtig optimal für uns, Leute. Okay, sie ist auf jeden Fall schon gut dabei. Sie erreicht auch gleich schon Level 5 einfach. Dieses Überflieger-Merkmal ist einfach echt crazy. Oh, sie ist konzentriert. Perfekt. Das ist auch richtig gut. Sie muss nur vorm Flug ins Weltall auf jeden Fall duschen und pissen. Weil ansonsten klappt das hier mit uns nicht. Oh, Sozialbedürfnis habe ich auch gar nicht dran gedacht. Ups. Wer braucht schon Sozialbedürfnis? Level 6 einfach. So crazy. Ich glaube, sie schafft die jetzt heute nicht mehr. Das ist ein bisschen blöd. Egal. Dann macht sie mal kurz hier so ein bisschen was fertig. Dann kann sie sich auf jeden Fall ein Abendessen servieren auch. Und wir machen etwas, wo wir auf jeden Fall nicht dran verrecken können. Wir wollen hier kein Feuer. Sie hat halt auch nicht mal eine Sitzmöglichkeit. Ne? Das ist richtig gut. So, und dann schläft sie. Wieso hat sie nicht zu Ende geduscht? Was ist mit ihr? Erstmal dann nochmal duschen und dann kann sie, nein, ich möchte ja nicht studieren. Und dann kann sie weiterarbeiten an ihrer Rakete.
Ich habe sie jetzt auch nachdenklich duschen lassen, damit sie inspiriert ist, weil das müsste ja eigentlich auch gut sein. Oder auch nicht. Schade. Gut, dann halt nicht. Anscheinend bringt nur konzentriert was für uns. Aber die Rakete ist bald auf jeden Fall soweit. Das ist super. Level 7, Alter. Sie kann jetzt noch schneller bauen. Das ist super. Ich glaube, bevor wir die fertigstellen können, müssen wir noch ein bisschen unser Leben auf Reihe kriegen. Guck mal, hier sind Menschen. Rede mit ihnen. Hier, lustig vorstellen. Let's go. Ich meine, sie muss ja nicht unbedingt Besties werden, aber ihr Sozialbedürfnis muss halt hochgehen. Wieso sind hier eigentlich so viele Leute? Jetzt ist sie kokett. Was ist denn hier los? Das sollte jetzt aber dann auch reichen. Ja, meinetwegen mag Unfug. Ist mir egal. Les Simsi war nach 12 Minuten einfach schon durch und wir sind jetzt mittlerweile schon bei 10 Minuten und haben einfach noch nichts erreicht. Ich weiß gar nicht, wie das heißt, was sie gemacht hatte, aber ich werde ihr Video auf jeden Fall verlinken. Muss ich gleich schon wieder duschen, ey. Nein, ich will nicht auf irgendein Festival. Die Rakete ist fertig. Okay, dann können wir auf jeden Fall schon mal das erste Mal Weltall erkunden. Ich weiß nicht, sie kriegt dafür einfach Ruhm. Let's go, Girl! Frachtraum ist wirklich nicht groß genug. Der Alien hat eine Menge Räuchergefäße und Flaschenkühler. Die passen sich ja nicht alle in das Schiff. Also sie versuchen den Kram einfach reinzustopfen. Ja, ja. Mit Bandit nach Hause fliegen. Ich habe einen Alien gefunden. Jawohl! So, das können wir ja hier hinstellen. Toll. Wir haben schon mal eins gefunden. Auf dem Weg zum Ruhm. So, sie ist zurückgekehrt. Dann kann sie auf jeden Fall einmal schlafen. Dann kurz um die Bedürfnisse kümmern und dann geht's wieder weiter. Und wir bleiben natürlich ruhig. Oh, jetzt sind auch Sterne ab. Da ist ein Lichtblitz. Sie zoomt näher ran und deckt einen rätselhaften Glaskanister, in dem sich irgendeine Botschaft befindet. Und Rihanna nimmt sie heraus und hält eine Karte in der Hand. Ein Planet am Rand der Konstellation ist mit einem X gekennzeichnet. So, wir befolgen die Karte. Der Karte. Ich kann schon kein Deutsch mehr. Wir gehen in den Tunnel. Wir brechen die Kiste auf. Wir reden mit dem Kind. Okay. Scheiße. Ein Meteorstein. Das hilft uns leider nicht. Dann wieder ins All. So, wir versuchen eine Landung. Lief nicht so gut. Osten, spitze Felsen. Wir gehen in die westliche Richtung. Ich habe Angst vor einem Absturz. Aua. Wir schlagen die Bestie. Wir sind entflohen. Wir haben eine lieblose blaue Schnecke. Jawohl. So, ihr geht's aber noch gut genug. Sie kann wieder ins All. Auf geht's, ab geht's. Komm, vielleicht ist das doch nicht so schwierig hier mit uns. Wir befolgen der Karte nochmal. Wir gehen wieder in den Tunnel. Wir reden mit den Aliens. Dann gehen wir nochmal ins Weltall. Auskundschaften. Auf geht's, komm. Aliens zur Vernunft bringen. Wir bedrohen die doch nicht. Nach Hause stottern, scheiße. Okay, okay. Es kommt dann echt drauf an, was dann halt bei uns immer rauskommt, ne? Wir nehmen das an. Angreifen. Level 9. Sie ist einfach 24/7 nur diese Rakete. Was ist das für ein Leben? Wir beobachten sie. Hat uns also auch schon wieder nichts gebracht. Ah, scheiße. Landung versuchen. Meteoritenstein. Wir haben noch ein Vieh bekommen. Yes. Brauch Videospiele. Halt's Maul. Brauchst du gar nicht. Du bist hier in echt am Start, ja? Videospiele, wenn sie hier das Weltraum erkunden kann. Das Weltraum vor allem, oder? Wir sind liebevoll und gütig. Scheiße, wir haben, glaube ich, nichts bekommen, oder? Egal. Aber so langsam kommen wir hier in Fahrt. Landung versuchen. Oh. Wir gehen wieder zu den Ruinen. Wir nehmen die Artefakte mit. Auf jeden Fall. Es ist einfach alles dreckig. Iu. Oh. Höchstes Level der Weltraumfähigkeit. Cool. Und wir sind Newcomer. Geht's dir gut? Also wir müssen das auf jeden Fall gleich reparieren. Aber wir müssen auch duschen. Und vielleicht rufen wir Minerva einmal an. Ich meine, mit Level 10 sollte sie das ja relativ schnell reparieren können. Wir müssen wieder Sachen verkaufen. So. Es sieht zwar alles richtig hässlich aus, aber ist ja egal. Geht ja nicht darum, wie es hier ausschaut, oder? Das müsste jetzt aber echt flott gehen. Ja, komm. Sehr gut. Miranda, du bist es. Nein, wir gehen nicht in eine Lounge. So, die Rakete ist fertig. Perfekt. Ab geht's. Eine Sichtung. Jawohl. Komm, Girl. Wir kommunizieren. Wir starten das Programm neu. Klappt das ja alles nicht. Ah, scheiße, Mann. Gewöhnlich am Meteorstein. Ist mir egal. Nee, das sind aber andere Sachen. Ich platziere einfach mal alles hier drin, ne? Wir können doch eigentlich diese Sachen hier verkaufen, ne? Nächstes Mal, wenn wir nochmal Geld bräuchten. Also ich meine natürlich, ich hoffe natürlich nicht, dass sie nochmal abstürzt oder so. Das wäre zumindest sehr fatal. $500, jawohl. Ist auch gut. Und wieder rein mit dir. Mysteriöse Botschaft. Wir versuchen zu reparieren. Praktische Heldin, ja! Eine blaue Schnecke, wir haben die schon. Scheiße. Deswegen zählt das nicht. Ah! Warum ist da ein Promi an meinem Mülleimer gewesen? Excuse me. Wir machen einen Weltraumkampf. Wir fliehen. Flehen um Frieden, bitte. Fliehen. Unterraumwappen. Ja, ja. Und jetzt nutzen wir den Hyperantrieb. Scheiße. Wir stößen, glaube ich, schon wieder ab, oder? Nee? Ist okay. So, wir sehen uns das näher an. Lilith ist da. Toll. Wenn wir direkt nach Hause gehen würden. Komm, böse und hartherzig. Eine Naturkatastrophe schicken. Komm, wir sind heute mal ein bisschen fies. Beim Wiederaufbau helfen.
Ich weiß nicht, gütig werden. Mann, ihr sollt mir doch einfach nur irgendwelche Viecher mitgeben, Leute. Muss ich pissen, dann muss ich schlafen schon wieder. Mein Gott. Kein Mensch braucht Bedürfnisse. Pff, wie süß, sie sitzt einfach auf ihrem Bett und telefoniert. I love you. Rettungsmission, komm. Und durch Unterraum warten. Komm, wir haben jetzt andersrum gemacht. Diesmal ist es doch gut, oder? Chronologischer Widerspruch, scheiße. Diese letzten zwei Viecher, ne? Das kann doch jetzt nicht sein. Durchkämpfen. Komm, komm, komm. Miranda. Miranda. Weltraumwahn. Lebendiger Althintenfisch. Yes. Es fehlt nur noch ein Vieh. Komm. Sie ist schon wieder abgestürzt, Alter. Das kann doch nicht sein. Okay, dann verkaufen wir diese Meteoritensteine. Die brauchen wir eh nicht. Wir brauchen ja nur die Viecher. Hier fehlt nur noch ein Vieh. Also das schaffst du jetzt hier wohl auch noch, Girl. Asyl betreten, was? Nochmal, nochmal. Mann, oh. Vlad ist einfach da. Toll. So, sie ist wieder am Start. Wir versuchen, ein Schiff festzuhalten. Wir reparieren natürlich. Ohne Reparatur ist wäre auch ein bisschen schlecht hier, oder? Also, ich weiß ja nicht. Lebensstil gewonnen. Technikfreak. Geil. Es könnte halt die ganze Zeit das Letzte sein, theoretisch, ne? Wir nehmen die runde Öffnung. Wir untersuchen den Hut. Komm. Das war's. Grrr. Sie hat einfach nur zweimal gekocht und ist schon Level 3 der Fähigkeit in Kochen, Alter. Waffen konfiszieren. Diesmal? Mal schauen, vielleicht bringt uns das ja diesmal was. Lebendige rote Koralle, wir haben das Szenario abgeschlossen. Woohoo! Abgelaufene Spielzeit 6 Tage. In Echtzeit sind es 31 Minuten und 46 Sekunden. Ja, hätte bestimmt besser funktionieren können, weil das ist natürlich jetzt auch eine Glückssache gewesen. Weil zum Beispiel haben wir ja eins doppelt bekommen, sonst hätten wir das halt auch schon früher abgeschlossen. Oder wir sind jetzt ja zweimal abgestürzt. Das muss ja nicht passieren. Aber ich finde, es ist richtig gut gelaufen grundsätzlich. Also ich finde, eine halbe Stunde ist okay. Mich würde jetzt natürlich interessieren, wollt ihr das auch mal probieren? Und dann zeigt mir auf jeden Fall eure Ergebnisse mit. Seid ihr besser als ich? Habt ihr mehr Glück? Oder war meins sogar schon ganz in Ordnung? Das war halt mal ein anderes Video, aber ich hatte sehr viel Spaß dabei tatsächlich. Ich weiß nicht, ob das als Video gut rüberkam, aber ich hatte Spaß daran, deswegen empfehle ich es auch mal auszuprobieren an eurer Stelle. Es gibt ein paar Sachen, die man gut speedrunnen könnte grundsätzlich. Deswegen, ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!